Von diesem Ort, liebe Schwestern und Brüder, von dem wir heute hören in der Lesung, im 28. Kapitel bei Genesis, bis hin zu den Orten, an denen das, was Jakob hier zum ersten Mal spricht, immer wieder zitiert wird, nämlich bei jeder Kirchweihe oder an jedem Kirchweihfest, ist es immer ein langer Weg, ein großer Bogen. Immer am Kirchweihfest oder bei der Kirchweihe selber wird das zitiert und wird in der Regel auch diese Lesung gelesen. Wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. Das ist ja nicht, wie wir das oft oberflächlich oder vordergründig sehen könnten, eine schöne Stelle, die vielleicht passt zu einem solchen Anlass, sondern sie wurzelt viel tiefer. Das Scharnier, sozusagen, damit wir als Christen diese Stelle lesen können und auf diese Anlässe beziehen können, das Scharnier ist immer Christus selber. Denn er selber nimmt Bezug auf diese Stelle. Das Johannesevangelium erzählt uns, als er Nathanael begegnet, zitiert er diese Stelle. Ihr werdet viel Größeres sehen, den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Jesus ist dabei, die 12 zu sammeln, zu rufen. Nathanael ist einer von ihnen. Bartholomäus, wie er in den anderen Apostellisten heißt. Jesus selber gibt sich zu erkennen und versteht sich als der neue Jakob, als der neue Stammvater eines universellen 12-Stämme-Volkes, sodass er die Verheißung, die hier von Gott dem Jakob gegeben wird, auf sich bezieht. Von der unzähligen Schar derer, die zu ihm gehören, die seine Nachkommenschaft sind. Und weil es jeweils ein Haus dieses Christus ist, in dem er der Eckstein ist, deshalb können wir eine solche Stelle lesen. Deshalb können wir eine solche Stelle auch etwa auf unser Gotteshaus hier beziehen und können das bei jedem Kirchweihfest zitieren oder singen. Weil Christus selber der neue Jakob ist, dem all diese Verheißungen nicht nur gelten, sondern indem sie gebündelt sind und indem wir sie erfahren können. Wir selber gehören zu diesem Segen, der hier in unserer Lesung zum ersten Mal gesprochen wird.